Hallo und herzlich willkommen bei TubeMag, deinem YouTube-Magazin. Der YouTuber KS Freak What Else startete seine YouTube-Karriere mit Gaming. Mittlerweile macht er jedoch Unterhaltung und Lifestyle. Und damit ist der Österreicher sehr erfolgreich. KS Freak hat mittlerweile 2 Millionen Abonnenten und macht jeden Monat mehrere Millionen Views. Seit längerem fokussiert sich der YouTube-Star auch auf Musik und hat vor kurzem sein erstes Album namens What Else herausgebracht. Dieser Erfolg spiegelt sich dann natürlich auch in seinem Verdienst wider. Von seinem Geld gönnt sich der 24-Jährige nun ein neues Auto. In diesem Video haben wir für euch recherchiert, wie viel Geld sein Wagen gekostet hat. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. KS Freak verkaufte seinen alten Audi A7 und sparte zusätzlich etwas Geld an, um sich seinen neuen Wagen leisten zu können. Sein neues Auto ist ein grüner Audi RS7. Er beschreibt diesen Wagen als sein absolutes Traumauto. Das Auto hat stolze 560 PS und beschleunigt innerhalb von 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Zudem erreicht der Wagen mindestens eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit hängt ganz von der jeweiligen RS7-Edition ab. Neu bekommt man den Audi RS7 nicht unter 113.000 Euro. Falls KS Freak What Else das Auto geleast hat, müsste er dafür ohne Anzahlung ca. 1.170 Euro monatlich zahlen. Jedoch wird KS Freak noch mehr Geld in das Auto stecken, da er bereits angekündigt hat, das Auto noch tunen lassen zu wollen. Unter anderem möchte er den Wagen tiefer legen und neue Felgen dran machen. Dies würde dann auch einem Leasing widersprechen. Sollte er das Auto gebraucht gekauft haben, wird er dafür mindestens 55.000 Euro bezahlt haben. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, das Auto ist das Geld wert? Welches Auto würdet ihr euch für das Geld holen? Schreibt es uns in die Kommentare. Abonniert auch unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir würden uns auch über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!